Glück auf, meine Kumpel Manuha. Herzlich willkommen hier zu diesem Gespräch. Ja, einen sehr, sehr bekannten Gast haben wir heute mit dabei, Christian Panda. Ihr kennt ihn sicherlich alle. Sehr, sehr lange auf Schalke aktiv gewesen und hat heute ein Buch oder hat jetzt ein Buch rausgebracht, über das wir auch sprechen werden. Ja, Glück auf, Christian. Schön, dass du da bist. Ja, Glück auf in die Runde. Freut mich auf jeden Fall, dass wir hier die Zeit haben, ein bisschen zu quatschen. Super. Ja, du hast dein Buch rausgebracht, das Fußball-Mindset. Ich habe gesehen, du hast das mit zwei Autoren zusammen gemacht. Das ist zum einen Florian Höpper und Sharon Paschke. Wie kam es zu der Idee, ein Buch zu machen? Und ja, du hast, das ist ja eine Autobiografie, nicht nur, aber auch zum Teil. Wie war das für dich auch, ich sag mal, so die Hosen auch ein Stück weit runterzulassen, auch über Privatsachen dann mit den Autoren zusammenzuarbeiten und drüber zu sprechen? Ja, in der Tat gar nicht so leicht, das dann irgendwie von dieser Idee auch umzusetzen. Aber ich habe in der Tat schon mal mit 16 angefangen, so ein paar Sachen aufzuschreiben und hatte immer schon mal im Kopf, irgendwie ein Buch schreiben wäre ganz cool. Und ich hatte für mich halt nie so die Idee, weil ich wollte nicht nur in Anführungsstrichen eine reine Biografie schreiben, sondern ich wollte schon irgendwas, ja, wo man den Menschen was mitgeben kann. Und ich sag mal, die, die meine Karriere dann ein bisschen intensiver verfolgt haben, die wissen, dass ich ganz viele Rückschläge hatte und ganz viele Situationen überwinden musste, die auf jeden Fall herausfordernd war. Und dementsprechend kam da halt die Idee mit dem, was ich heute tue, nämlich Menschen begleiten und als Mentaltrainer arbeiten, das zu verbinden, in ein Buch zu packen. Und da ist auf jeden Fall was Cooles bei rumgekommen, wo ich auf jeden Fall sagen kann, da stehen alle Sachen, die da drin stehen, die sind wahr und ist keine ausgedachte Geschichte, sondern quasi meine Geschichte, das, was ich erlebt habe und gleichzeitig ein Stück weit ein Ratgeber, wie man jeder für sich mit herausfordernden Situationen umgehen kann. Sehr, sehr cool. Ja, der Link zum Buch ist in der Profilbeschreibung. Ich glaube, kann man auch sehr, sehr gut als Weihnachtsgeschenk benutzen. Und was ich mir so denke, da geht es ja auch viel um das Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und da Ziele zu erreichen. Gerade in den ersten zwei Teilen steht ja auch bald Silvester und dann die Vorsätze fürs neue Jahr vor der Tür. Da kann man das natürlich dann auch perfekt nutzen, um sich darauf vorzubereiten. Okay, ja, dann würde ich gerne auch so ein bisschen über so deine Zeit sprechen. Natürlich steht da alles im Buch drin. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde an deiner Karriere. Da sind zum einen die Trainer. Gerade am Anfang Norbert Elgert, ja, der hat so viele Top-Player rausgebracht, gerade bei uns auf Schalke. Du bist einer davon, der es dann den Weg in die erste Mannschaft geschafft hat. Ich glaube, in der ersten Saison, wo du dann zu den Profis hochgegangen bist, hast du dich auch leider direkt verletzt in der Vorbereitung. Man sieht es ja auch heute teilweise, wie, wenn so ein Leroy Sané oder ein McKennie hochkommen, wie schnell die dann bei Juventus Turin etc. Landen. Ja, wie bist du damit damals umgegangen, so mit deiner ersten kleineren Verletzung, dann vielleicht diesen Anschluss verpassen, gerade am Anfang? Und wie hat Norbert Elgert dich so aufs Profi-Sein vorbereitet? Ja, da schlage ich einen kurzen Schlenker zu meinem Buch nochmal, weil der Norbert in der Tat das Vorwort geschrieben hat. Okay, Also sehr eins cool. der beiden, das andere hat der Benedikt Höwedes gemacht, wo ich halt wahnsinnig stolz drauf bin, weil auch wenn ich den Norbert nur ein Jahr hatte als Trainer, dann im Jahr danach auch als Co-Trainer bei den Profis, war es doch für mich eine wahnsinnig lehrreiche Zeit in der A-Jugend, wie es jetzt heißt, U19. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich habe es immer gesagt, in einem Jahr gefühlt so viel gelernt wie in all Juniorenjahren davor zusammen. Und dementsprechend habe ich ihm auch wahnsinnig viel zu verdanken und ich glaube, nicht nur ich habe das, sondern viele andere junge Spieler, die diesen Weg gegangen sind. Und gerade das, was du sagst, ist natürlich in der Tat so. Man wird da schon sehr gut vorbereitet auf alles das, was dann später kommt und so ein Einstieg in das Profileben ist dann schon anders, als man sich das irgendwie vorstellt in der U19. Da ist halt noch schon
ich will nicht sagen Kinderfußball, aber jugendlichen Fußball. Und auf einmal stehst du auf dem Platz mit Spielern, die sind teilweise fast doppelt so alt wie du und haben auch doppelt so viel Erfahrung. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall was, wo er es immer wieder schafft, die Jungs perfekt darauf vorzubereiten. Ich fand, selten habe ich Spieler gesehen, die so einen guten linken Fuß hatten bei uns, gerade die über links gekommen sind wie du. Mir fällt da vielleicht noch Böhme ein, der auch ein feines Füßchen hatte. Also wenn es an mir gehen würde, wenn ich auch so rückblickend dran denke, zum Beispiel dein Moment in der Nationalmannschaft, dieser Schuss gegen England, das haben wahrscheinlich viele im Kopf noch. Da war so viel Qualität, so viel Potenzial war bei dir da. Wie hast du dich selbst gefühlt als Fußballer? Warst du der Meinung, dass du selbst auch dieses Potenzial hattest und die Verletzungen dich ausgebremst haben? Wie ist das als Fußballer? Hemmen einen die Verletzungen so sehr, dass man nicht mehr aufs alte Niveau rankommt? Oder dann, wenn man da gerade dabei ist, das wieder zu erreichen, dann wieder da ausgebremst wird? Wie geht man damit um? Und ja, ohne die Verletzungen, was wäre da alles möglich gewesen? Ja, es wäre auf jeden Fall sehr viel möglich gewesen, glaube ich, weil das Potenzial auf jeden Fall da war. Nichtsdestotrotz bin ich ein Stück weit auch dankbar dafür, dass ich da diese Runde drehen durfte und dass ich diese Erfahrung am Ende sammeln durfte, weil das hat mich halt auch letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin, wo ich sagen kann, ich bin mit alledem, so wie es dann gelaufen ist, jetzt im Rückblick auch zufrieden. Auch wenn die Zeiten natürlich hart waren, wenn du weißt, so, boah, jetzt hast du dir hier gerade das Kreuzband gerissen und alle möglichen anderen Dinge im Knie irgendwie auch noch zerstört und die ärztliche Prognose ist jetzt nicht gerade so cool, sondern die sagen dir, ja, also ob du noch mal Fußball spielen kannst, das steht jetzt in den Sternen. Das ist natürlich ganz schwierig, weil bei mir war das relativ am Anfang der Karriere. Ich hatte gerade, ich glaube, 14 Bundesligaspiele gemacht und war gerade gut drin und dann zerlegt man sich so das Knie. Dementsprechend war es natürlich eine wahnsinnige Zeit, weil die Herausforderung war halt einfach riesengroß. Es war von vornherein klar, dass das mindestens 10 Monate dauern wird. Am Ende sind es 19 Monate und 3 Operationen geworden. Und weil du gerade gefragt hast, das Niveau wieder erreichen, ich hatte eigentlich immer einen Vorteil, beziehungsweise ich habe es halt immer gut umsetzen können, dass ich auch nach langen Ausfallzeiten dahin gekommen bin, wo ich war, beziehungsweise teilweise sogar noch einen Tacken besser geworden bin, weil nach der ersten schweren Knieverletzung habe ich ja auch dann erst danach meine Länderspiele machen dürfen, was natürlich total cool war. Aber es war natürlich eine wahnsinnig schwierige Zeit, weil man dieses Herankämpfen ist natürlich auch im Rückblick betrachtet mit ein paar Jahren Abstand, muss ich sagen, war das auf jeden Fall mit die anstrengendste Zeit so in meinem Leben. Irgendwie doch seinem Traum da hinterher zu eifern und dran zu bleiben und am Ende auch durchzuhalten und nicht aufzugeben. Ja, ich meine, also direkt nach deiner Schalke-Zeit hast du ja diese richtig starke Saison noch in Hannover gespielt, wo du auch wenig Einsatzzeiten bekommen hast, auch aufgrund von Verletzungen. Übrigens, letztes Jahr, wo wir einen Titel geholt haben, da hast du ja, glaube ich, auch eine Vorlage zum im Spiel gegen Nürnberg war das, glaube ich. Da hast du auch einen Anteil am Pokalsieg noch mitgemacht. Da hat man auch einfach gemerkt, so, ich glaube, da warst du 29, was da noch was möglich ist, wenn du mal ja, deine 28, 30 Spiele am Stück machst, ne? Und auch dann im schon höheren Fußballalter, da war die WM auch nicht mehr so weit. Und wenn man so überlegt, Deutschland hatte lange Zeit nicht so wirklich die Außenverteidiger, man hatte immer Philipp Lahm, aber da wäre halt auch in Richtung Nationalmannschaft so viel gegangen. Ich als Schalker, ich fand es immer so richtig schade, weil ich habe immer gedacht, wir haben da so einen super Jungen, aber leider so oft verletzt gewesen. Und ja, sehr, sehr schade. Die Zeit Richtung Pokalsieg, da war dein Trainer Felix Magath. Wir haben jetzt Norbert Elgert auf der einen Seite und Felix Magath ist vielleicht so einer. Ich meine, du hast sehr, sehr viele Trainer gehabt: Jupp Heynckes, Jogi Löw, sehr, sehr viele bekannte Namen. Aber Felix Magath sticht da
irgendwie immer heraus und gerade auch die Schalke-Zeit war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr skurril. Wie bist du mit Felix Magath umgegangen? Wie war deine Zeit unter ihm? Ja, ist ganz spannend, weil das auch eines der spannendsten Kapitel so im Buch ist, weil da erlebt man natürlich sehr viel, weil er natürlich ein außergewöhnlicher Trainer ist, weil er außergewöhnliche Methoden hat. Und deswegen war das für uns Spieler natürlich alles andere als leicht. Das war auch mit meinen Verletzungen auf jeden Fall eine der Phasen in meinem Leben, die mit am herausforderndsten war, weil wir hatten keine Trainingspläne, wir wussten nie, wie der Tag weitergeht, weil er natürlich der Meinung war, wir müssen uns immer voll und ganz auf unseren Job konzentrieren, was ich vom Grundsatz her auch völlig in Ordnung finde. Aber wenn man dann irgendwie doch mal einen Termin machen muss, ich musste zum Beispiel mal zum Zahnarzt, und konnte mir einfach keinen Termin machen, weil ich halt einfach nicht wusste, ich wusste noch nicht mal, wie der Tag heute quasi aussieht und dementsprechend wusste ich auch nicht, wann es morgen weitergeht. Und da wurde mir geraten, ich soll dann einen Termin ganz früh machen am Tag und einen Termin ganz spät am gleichen Tag. Und einen von beiden würde ich dann schon einhalten können. Also im Rückblick kann man ja drüber lachen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, zu der Zeit hat man auch echt so diese Lust und diesen Spaß verloren, ne? Weil nicht nur, dass das Training hart ist, das kann man sich auf jeden Fall verpacken, aber die Behandlung, die ließ halt schon so zu wünschen übrig, ne? Also das, ja, wenn man sieht, Wie erklärst du dir, ja. dass die Mannschaft dann so erfolgreich gewesen ist, immer unter Magath, zumindest damals noch? Ja, er hat es natürlich gut gemacht, ne? Aus der Erfahrung heraus hat er natürlich Spieler um sich gehabt, wo er wusste, da funktioniert das gut. Wir haben ja kurioserweise in der Saison oder auch vor der Saison schon namhafte Spieler irgendwie abgegeben, wo man sich schon gefragt hat, also Qualitätsgründe kann das nicht Ja, haben. also ich denke an Marcelo Bordon zum Beispiel, der ja eine Genau. Legende gewesen ist und dann gab es ja noch andere Kurani etc. Und Ja. dementsprechend war es halt einfach so, er hat sich da halt seine Mannschaft zusammengebaut, ne, wo er gesagt hat, das sind die Jungs, die passen in mein Konzept am Ende des Tages. Und das ist natürlich, das hat auch was mit Angst zu tun. Und Angst lässt uns natürlich dann auch jeden Einzelnen über sich hinaus wachsen. Und so war das in der ersten Saison unter ihm natürlich auch. Wir sind Ja. sensationell Zweiter geworden, wo, glaube ich, keiner so wirklich mit uns gerechnet hat. Aber man hat halt auch gemerkt, dass das dann am Ende nicht nachhaltig ist, sondern Absolut, ja. nach so einer Saison, wo du wirklich alles reinhaust und nicht nur körperlich dich auspowerst, sondern du bist dann wirklich auch mental am Boden, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Immer wieder, wie soll ich sagen, mental herausgefordert zu werden, ne? Also wenn du Ja. so morgens um 7 Uhr einen Lauf machst und du weißt vom Vortag, ne, wenn du nach 45 Minuten, 50 Minuten den Bus wieder erreichst und du aus dem Wald rauskommst, dann steigst du ein und fährst los. Und dann steht der Bus da und dann wird nochmal dran vorbeigelaufen an diesem Okay. Bus, ne, um nochmal eine Ja. Runde zu drehen. Das sind dann halt diese Dinge. Klar machen die dich auch in gewisser Weise stärker, aber viele macht das natürlich dann auch schwächer, weil du einfach mental müde wirst, ne, durch solche Aktionen. Und deswegen war das für mich letztendlich auch die Erklärung dafür, warum die Folgesaison dann auch nicht mehr funktioniert hat und wir ja nicht mehr so erfolgreich waren wie in der ersten. Ich glaube, auch der Fußball an sich hat sich in der Hinsicht etwas verändert, generell auch im Arbeitswesen, dass man jetzt mehr im Team arbeitet. Und ich sage mal, diese von oben herab jemanden führen, das ist jetzt wirklich ja, selten nur noch der Fall. Oder man merkt jetzt auch einen Wandel. Ja, ich bin jetzt im Vertrieb tätig, merke ich auch zum Beispiel, dass sich das Ganze wandelt. Und jetzt auch im Fußball merkt man auch Kroatien, Marokko, das sind jetzt die Teams, ich weiß nicht, guckst du WM gerade? Ja. Ja, sind jetzt auch vielleicht nicht die Teams mit der besten Qualität, aber da merkt man wirklich das Zusammenhalt im Team. Und ich weiß gerade von Marokko, dass da ein Trainer ist, der die ganze Zeit das Team in den Vordergrund stellt, der sich da im Prinzip rausnimmt, zu was sie da möglich sind und dann auch vielleicht vermeintlich stärkere Nationen da auch rauskegeln können. Und da kann sowas dann auch über eine lange Zeit dann auch etwas entstehen.
Haben wir doch, lass mich kurz Ja. einhaken, haben wir doch selber bei uns auf Schalke gesehen in der letzten Saison. Also, Absolut, ne, genau. du spielst eine Zweitligasaison, Ja. wo jetzt, glaube ich, viele gesagt haben, ja, du bist irgendwie Mitfavorit, weil du Absteiger bist. Aber ich glaube, so wirklich gehofft haben wir alle, aber so wirklich dran geglaubt, weil keiner wusste ja, ne, Voll, was ja. kann da entstehen. Und ich glaube, da hat man auch gesehen, was entstehen kann, wenn man eine geile Truppe hat und irgendwie alle Bock haben, für den anderen sich reinzuhauen und alle dieses eine Ziel haben. Und am Ende hat Bujo dann natürlich auch als Trainer super gemacht und über die Total, Ziellinie ja. gebracht, ne? Ja, wo wir jetzt schon bei Schalke sind, wie schätze aktuell Schalke ein? Man ist mit 9 Punkten letzter. Ich meine, die Hinrunde hat jetzt zwei Spiele weniger gehabt, aber 9 Punkte ist schon sehr, sehr wenig. Man hat aber trotzdem jetzt unter dem neuen Trainer so in gewisser Weise einen Aufschwung gesehen. Der hat jetzt auch nochmal eine komplette Vorbereitung mit den Jungs. Man wird vielleicht die ein oder anderen Transfers noch machen. Siehst du eine Chance da noch, um den Klassenerhalt mitzuspielen? Und wie siehst du uns da aufgestellt im Bundesliga-Vergleich? Ja, ist natürlich wahnsinnig schwer, ne? Ich will die Parallele eigentlich gar nicht ziehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne? Wir kennen diese Situation, ne? Aus der Abstiegssaison, weil es halt einfach auch nicht so lange her ist. Da waren wir zur Winterpause, glaube ich, auch mit 6, 7 Punkten Tabellenletzter. Wir hatten Mainz noch mit unten dabei, die auch nicht besser dastanden. Die haben dann den Trainer gewechselt, das hat super funktioniert. Wir haben den Trainer gewechselt und gewechselt und gewechselt und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da funktioniert gar nichts. Und deswegen glaube ich meine, ich habe auch in der Abstiegssaison immer noch dran geglaubt, ne? Also solange das rechnerisch irgendwie möglich war, habe ich gesagt, ja, Ja. irgendwann wird dieses Spiel kommen, dann gewinnen wir und dann starten wir den Lauf halt, ne? Weil das gehört ja letztendlich auch dazu, ne? Wenn man irgendwie da Herzblut für hat und sein Herz da dran hängt, da dran zu glauben bis zur letzten Sekunde. Aber ich persönlich glaube, um diese Parallele nochmal zu bedienen, wichtig werden jetzt die ersten 2, 3 Spiele werden. Weil so ein Trainerwechsel, ja, der kann eine Euphorie entfachen, aber wir haben es selber in der Abstiegssaison gesehen, wenn man den Trainer wechselt und die Spiele trotzdem verliert, dann ist die Euphorie halt leider Gottes auch genauso schnell weg, wie sie gekommen ist. Dementsprechend werden gerade die ersten Spiele wahnsinnig wichtig sein, da zu punkten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, gegen wen die ersten Spiele sind, aber Frankfurt und Leipzig. okay, Also ich sag schon mal, starke wenn man da Mannschaften. 3 Punkte holen würde, Ja. ne, ich sag mal, Leipzig ist jetzt ein Spiel, das musst du am Ende vielleicht nicht gewinnen, aber wenn du da 3 Punkte holst, wenn du eins der beiden gewinnst, diesen Rückenwind dann einfach auch mitzunehmen, gegen Gegner, wo ich sage, so ja gut, die lassen sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter schlagen als Leipzig. Das wäre natürlich super und nichtsdestotrotz, ich glaube daran, ich glaube aber auch, jetzt wenn man da objektiv drauf schaut und ohne Ja, Vereinsbrille. blau-weiße Brille, dann wird es auf jeden Fall schwer. Aber am Ende haben wir gesehen, was negativ in der Abstiegssaison möglich war oder nicht möglich und gleichzeitig gesehen, was in so einer Aufstiegssaison möglich ist. Und deswegen, da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dieses Feuer aus der Aufstiegssaison irgendwie wieder zu entfachen. Wenn du jetzt einfach jetzt zum Abschluss vielleicht einfach einen Tipp abgeben würdest, wo Schalke Ende landen würdest, was würdest du tippen? Ja, tippen und hoffen, ne? Also ich hoffe natürlich Ja. einfach ein überm Relegationsplatz. Tippen würde ich auf Relegation schaffen wir und in den 2 Spielen setzen wir uns durch. Super. Ja, das sind gute Worte. Hast gerne noch einen Abschluss. Vielleicht willst du noch etwas über das Buch erzählen. Und wie gesagt, Buch könnt ihr jetzt bestellen, ist der erste Link in der Beschreibung und schaut da gerne rein. Ja, was bleibt mir mehr zu sagen als erstmal vielen Dank für das Gespräch. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, übers Buch haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen gesprochen. Genau. Der Link steht ja drin. Und für alle, die Bock haben, sich da mal einzulesen, da sind ganz viele Geschichten natürlich auch über meine Schalke-Vergangenheit, die natürlich mit 10 Jahren irgendwie doch den größten Teil meiner Karriere ausmacht. Und dementsprechend, ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal reinschaut. Und ich freue mich auch immer über Feedback. Dementsprechend
Gerne Feedback einfach über Social Media an mich persönlich. Ich freue mich da immer, egal ob positiv oder negativ. Da kann man sich definitiv nur dran weiterentwickeln. Ja, ich packe mal auch den Instagram-Kanal in die Beschreibung, dann findet ihr den. Ja, ich danke dir vom Herzen, dass du hier dabei gewesen bist. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.